Ich schaue aus. Wird Zeit, dass da ein bisschen Pomade reinkommt. Bis gleich. So, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Pomade-Review mit mir, dem Flo. Ich sitze wie immer in unserem Showroom in Ottobrunn vom Pomade-Shop, vom Headquarter. Heute gibt es mal wieder eine richtig klassische Pomade, die ich das Gefühl habe, manchmal so ein bisschen unterm Radar mitschwebt. Und zwar ist das die Lucky Tiger Crew Butch oder auch das Lucky Tiger Crew Butch Control Wax, wie es dann auf der Dose im Kleingedruckten heißt. Ist wie die Marke Lucky Tiger, die ihr ja wahrscheinlich vor allem vom Hair Tonic kennt, einfach auch ein sehr klassisches Produkt, was es schon seit etlichen Jahrzehnten gibt, also so mindestens seit den 1950er Jahren. Also da habe ich auch einen kleinen Beweis. Hier im Pomadebuch gibt es natürlich auch einen Artikel über diese Pomade. So sah sie da früher damals aus, beziehungsweise so ähnlich ist sie dann auch auf der Anzeige hier zu sehen von 1953. Ist hier auch das Butch Hair Wax. Das ist im Grunde das Produkt, aus dem dann das heutige Crew Butch Control Wax von Lucky Tiger hervorgegangen ist. Ist eine mittelfeste, klassische, übersäte Pomade, also eine Pomade, die in meinem Spektrum hier fällt. Und das Coole an der ist, oder das Einzigartige vor allem, die hat so gut wie keinen Duft. Die ist fast duftneutral. Es ist zwar, soweit ich weiß, Fragrance steht drauf, ist drin, also es soll ein Duft dabei sein. Der ist aber so dezent und gering, ich rieche da eigentlich fast gar nichts. Eigentlich fast nur Vaseline, weil das natürlich der Hauptbestandteil ist. Ist innen drin so rosa, sonst haben wir halt hier so ein Plastiktiegel, also auch bruchsicher, vielleicht auch für Reisen im Koffer, dann gar nicht so schlecht. Und ja, vor allem halt für die Leute, die sagen, hey, ich habe jetzt schon ein ganz cooles Parfüm drauf, das harmoniert nicht so gut mit meinen Pomaden, die ich sonst so habe. Da eignet sich halt die einfach super für, weil da gibt es dann keine Düfte, die sich so gegenseitig im Weg stehen, die miteinander konkurrieren. Und was ich besonders geil finde, ist zusammen mit dem Lucky Tiger Hair Tonic, weil das ja auch einen relativ kräftigen Duft hat. Wenn man erst das Hair Tonic anwendet und dann die Pomade, dann hat man ziemlich lange und ziemlich präsent einfach den Duft vom Lucky Tiger Hair Tonic präsent und es gibt auch hier wieder keinen Duft, der diesem Duft hier im Wege steht. Und deswegen würde ich sagen, lege jetzt einfach mal los. Ich fange wie immer an, meine Haare mal ein bisschen zu befeuchten mit dem Hair Tonic. Nehme ich einfach mal so einen Spritzer von. Das ist einfach ein geiles, klassisches Hair Tonic mit Öl, mit so einem ganz oldschooligen Barbershop-Duft. Kann ich echt nur schwer beschreiben, muss ich einfach mal selber dran riechen. Das ist wirklich ein klasse Produkt und eignet sich halt super, um die Haare schon mal so anzufeuchten, ein bisschen weich zu machen, ein bisschen zu legen, ein bisschen für die Pomade vorzubereiten, natürlich um Kopfhaut und Haare zu reinigen. Wenn ihr wollt, wenn ihr mal ein bisschen kleineren Überblick über Hair Tonics haben wollt im Allgemeinen, da gibt es hier ein Video, das hat der Alex schon vor längerer Zeit mal gemacht, da geht er so ein bisschen drauf verschiedene Hair Tonics ein. Was brauche ich noch? Der Duft hier ist jetzt wirklich richtig schön. So, schön angefeuchtet die Haare. Ich habe vielleicht noch so einen kleinen Build-up von einer anderen mittelfesten Pomade noch von gestern drin, aber das ist jetzt nicht wirklich ausschlaggebend. Ich habe das meiste rausgewaschen und jetzt kommt die Pomade zum Einsatz. Ist eine mittelfeste Pomade, wie gesagt, und wie halt so die Klassiker immer sind, zum Beispiel Mary's oder auch Dex. Hoppala. Haben wir hier so richtig dieses Fädenziehen mal wieder drin, ja. Also was ich sehr gerne mag, wenn es so klebrig ist, ist auch bei der wieder gegeben. Echt schön und fühlt sich auch genau wie eine klassische Mittelfeste beim Verreiben und beim Einarbeiten in die Haare dann an. Vergleichspomaden wären eventuell sowas wie die Voodoo Island. Vielleicht ein klein bisschen fester als die Orange Dex oder die Sweet Water Brown ist sie schon. So vom Halt her auch im Stil der Depper der Medium, von der Konsistenz her ein bisschen klebriger. Der Name Crew Butch, der kommt, soweit ich weiß, daher, dass Lucky Tiger damit beworben hat, dass das Styling-Produkt für Butch- oder Crew-Haarschnitte früher war. Ich bin jetzt kein genauer Fachmann, aber das sind so ähnliche Haarschnitte wie ein Flat-Top, also dieser Bürstenhaarschnitt, wo die Haare hier überall kurz rasiert sind, nach oben hin ein bisschen länger werden, aber das Deckhaar nicht viel länger ist als so. Und dann diese Haare alle aufrecht stehen und man hat wirklich hier vorne oben so eine Platte. Und das ist dann so der Flat Top und so ein ähnlicher Haarschnitt, ich glaube mit einer schmäleren Platte oben sozusagen drauf. Das ist dann der Butch Haarschnitt, aber es kann sein, dass ich mich da auch nicht so, dass ich da nicht so ganz richtig auf dem richtigen Dampfer bin. Also wenn ihr da genauere Infos habt, was genau eigentlich der Unterschied zwischen einem Flat Top und einem Butch Haarschnitt ist, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber diese
mittelfeste Pomade eignet sich natürlich auch für alle anderen Frisuren, die man so mit mittelfester Pomade eben gut hinkriegt. Eben wie immer, vielleicht nicht die Number One Pomade, wenn ihr sehr schwer zu bändigende Haare habt oder Locken, weil sie eben nur einen mittelfesten Halt bietet. Aber für meine Haare ist das wirklich ein Top-Produkt. Und ich habe halt den schönen Lucky Tiger Duft vom Hair Tonic den ganzen Tag fast. So, noch ein bisschen was in die Seiten. Und dann dürfte das für heute reichen. So. Und wie immer geht's weiter mit dem Kamm. An der Stelle möchte ich einmal ganz lieb unseren eifrigen Zuschauer und auch oft kommentierenden Daniel grüßen. Herzliche Grüße an der Stelle, Daniel. Ich lese deine Kommentare alle mit Freude und habe jetzt auch nicht vergessen, dich zu grüßen. Schau mal, also wie mit den meisten mittelfesten Pomaden überhaupt kein Problem mit dem Durchkämmen, überhaupt kein Problem mit dem Frisieren, wenn eure Haare es zulassen, also so wie meine jetzt, die ja relativ einfach zu bändigen sind, kann ich ganz easy schön slicken, schön nach hinten slicken. Ich kann jetzt hier so einen schönen Scheitel machen. Hinten muss ich noch gucken, dass sie sich hinlegen. Das mögen sie manchmal nicht so gerne. Und ja, das funktioniert mit der wirklich top und ich rieche immer noch, und das finde ich sehr geil, das Lucky Tiger Hair Tonic. Das wird mich jetzt auch eine Weile begleiten. So, also diese Pomade kriegt meiner Meinung nach etwas zu Unrecht so wenig Aufmerksamkeit, habe ich das Gefühl. Vielleicht liegt es einfach daran, dass sie halt keinen spektakulären Duft hat, mit dem sie trumpfen kann. Aber gerade, wie gesagt, für die Leute, die jetzt gar keinen starken Extra-Duft von der Pomade haben wollen, ist es halt ein super, super Zeug, weil es trotzdem eine richtig geile, mittelfeste Pomade ist. Ein Produkt mit Geschichte auch, ja, wie gesagt, schon seit vielen Jahrzehnten auf dem Markt und behauptet sich bis heute. Gab es bis vor ein paar Jahren auch noch eine ganz witzige Variante, so eine Stick-Variante, also wie so ein dicker Lippenstift, da konnte man unten das so rausschieben oder rausdrehen, hat man so einen Stab gehabt, wo man sich dann direkt in die Haare mit in die Haare fahren konnte, hat man die Pomade direkt ohne Anwendung an den Händen, in den Haaren gehabt. So, zeige euch mal den Glanz. Der ist halt medium-typisch im mittleren Bereich, absolut top. Wenn es für einen zu wenig ist, kann man vielleicht mit einem Glanztopf arbeiten, aber eigentlich ist das schon echt ein ganz guter Glanz. Das sollte doch einigermaßen passen. Ja, also ein Produkt, das ich durchaus empfehlen kann. Völlig zu Unrecht, so ein bisschen im Hintergrund. Echt eine super tolle, klassische, mittelfeste Pomade mit Geschichte vom Traditionsunternehmen Lucky Tiger. Beste Anwendung zusammen mit einem geilen Hair Tonic. Vielleicht sogar das aus dem gleichen Hause. Ansonsten ein anderes, was gut duftet. Bekommt ihr natürlich bei uns oder vielleicht auch im einen oder anderen Barbershop. Ist ja wie gesagt ein echter Klassiker. Ich würde mich jetzt noch sehr freuen, wenn ihr kommentiert, ob ihr vielleicht die Pomade schon kennt oder generell, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne kommentieren. Lasst doch einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat und auch im besten Fall ein Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Dann verpasst ihr keins unserer folgenden Videos. Und dann sehen wir uns mit einem unserer nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.